Aufgrund praktisch weltweit steigender Coronavirus-Infektionen hat China seine Einreisebestimmungen für Reisende aus etlichen Nationen verschärft, auch für Deutsche. Reisende aus Frankreich, Belgien, Großbritannien, Italien, Russland und Indien müssen bis auf Weiteres ganz draußen bleiben. Passagiere aus Deutschland müssen ab sofort vor ihrem Flug nach China zunächst einen negativen Corona- und einen Antikörpertest vorweisen, die beide nicht älter als 48 Stunden sein dürfen. Die Testergebnisse müssen dann bei einer diplomatischen Vertretung Chinas in Deutschland eingereicht werden, damit ein sogenannter grüner Gesundheitscode für den Grenzübergang erstellt werden kann. Die Handelsvertretung der EU in China zeigte sich tief besorgt über die Wiedereinführung von Einreisebeschränkungen. Auch EU-Bürger mit einem legalen Aufenthaltstitel für China seien davon betroffen und würden von der Einreise abgehalten. Die Regierung in Peking verteidigte die Maßnahmen als angemessen und gerecht.